Hi, ich empfehle euch, bevor ihr dieses Video guckt, Part 1 und 2 zu gucken, damit ihr überhaupt wisst, worum es geht. Angefangen hatte alles auf Island mit den bescheuertsten Jungen, die wir jemals hatten. Das Ganze zog sich weiter über Ragnarok, Center, Crystal Isles, Scorched Earth und Genesis, bis hin zu jetzt Aberration. Da diese Map jetzt unser Zuhause sein sollte, ist es für uns erstmal aufräumen. Und damit willkommen zum dritten Part der Nomaden Lifestyle 2.0 Reihe. Oh yes, I see crap. Ja. Das ist ein Schrank und ein Player. Das können Prophets sein. Oh lol. Okay, er hat nichts Gutes. Na, Grappling Hooks? Oh lol, erstmal Parachutes. Ja. Es gibt Pincoded. Oh Gott, der rechte Schrank, Blueprints. Oh, Shotgun. Oh, das jo. Ist gut, das Shotgun BP. Das kostet ja gar nichts. Das ist nice. Er hat Surface gefarmt. Oh, Trikes hat BP. Geil. Wir müssen den linken Schrank aufkloppen, aber... Ja, müssen gucken, warte. Das ist das Problem. Wenn der Mana aggro ist, ist es nur am Arsch. Und die Krabbe auch, warte. Oh mein Gott, okay. Ja, lass einfach mal draufballern und sonst kiten wir die halt weg, ne? Bist du ready zum Abhauen? Ja, ja. Schieß. Oh, das okay. Ist auch ja, die Krabbe zumindest, der Mana nicht. Aber wir brauchen Poli. Die hat schon aggro gedroppt. Jo, sieht gut aus. Lass hier noch einmal gegenhauen. Warte. Nee. Schelle. Okay, nice. Okay, dann können wir auch prügeln. Warte, ich muss erstmal alles in den Bloodstalker packen. Und. Oh, ein Argy. Oh, geil, ein Argy. Oh, Compombo. Electronics, geil. Noch ein Trike BP. Oh, ein Flak BP. Ich hack schon mal auf den Mana ein. Okay. Echt. Schade. Oho. Oh. Zement und noch mehr Elektronik. Junge, wie viel Zement? Hast du genug Platz? Ja, lol, 1100 Weight. Oh, gönn mal hier nicht rein, ey. Gönn dir ein Poli, Schwein. Easy. Jo, nice. Easy Joink. Oh, warte. Nee, lass ihn leben. Da musst du sehen, was. Fall schon mal nämlich mit, du Sau. Um unsere Base nun wirklich weiter ausbauen zu können, mussten wir leider tatsächlich ein bisschen farmen. In erster Linie allerdings die typischen Grundressourcen. Okay, ich gehe Kettensägen. Macht der Lärm, Alter. Gute alte Pilzholz. Wir haben kein Metal jetzt aber, ne? Warum nicht? In den Metal Structures und dem Vault. Kommt man noch ran? Ja. Ja, geil. Da wir zu dem Zeitpunkt tatsächlich kein Metal mehr übrig hatten und auch keine Strukturen mehr übrig hatten, die wir für Metall abreißen konnten, das ist übrigens der eigentliche Weg, wie wir Metall farmen, mussten wir wohl oder übel auch Metall holen. Problem war nur, jetzt noch Forges zu craften, wäre zu viel des Guten gewesen. Glücklicherweise hatten wir im blauen Biom was entdeckt. Hier steht noch der übelst dicke Turtle Tower. Ja, der ist irgendwie scheiße gebaut, Junge. Sind die Pincode? Ich glaub schon. Nee. Nee? Nee, ist aber nichts drin. Dachte ich mir. Wir haben uns also an der Forge dieser toten Base bedient und dort fröhlich das Metall geschmolzen, was wir brauchten, um unsere ersten Heavies zu craften. Denn ohne mindestens zwei Heavies vor dem Eingang stehen zu haben, wollten wir nicht mehr den Server verlassen. Okay, ich craft mal Heavies. Es fehlt wieder Metal. Ich kann nur eins craften. Ich hab Metal. Ich bin jetzt in 10 Sekunden da. Okay, erste Heavy ist fertig. Oh lol, da kann man reingeballert, ey. Ist drin. Wenn wir noch mehr Metal holen gleich, könnten wir theoretisch sogar noch ein drittes craften. Hol das mal von der Ding-Base da, von der, die ich gerade gefunden habe. Auf dem Weg von der einen toten Base, wo wir unser Metall geschmolzen hatten, bis zu uns nach Hause, hatte Neon auf dem Rückweg allerdings noch eine andere tote Base gefunden, wo wir auch noch Stuff joinken konnten. Man muss ja nicht immer von aktiven Basen klauen, right? Hier oben will ich jetzt bin. Dann einfach durch, da ist irgendwo die Infos-Schütten drin. Einfach hier so durchgehen. Hinter der Turret-Wall hier, zack. Das ist aber auch gemütlich hier. Ja. Nice. Moin. Erstmal komplett runtergefallen, ne? Aber ich kann sogar alles tragen, ich weiß gar nicht. Mal gucken. Ah, maybe not. Falls ich alles tragen kann, nehme ich einfach Charcoal mit. Mhm. Ist noch genug.
Also in der Indie Forge ist nichts mehr, in dem Vault ist noch ein Stack Metal. Dann fast ein Stack. Ein alter Stack, und dann nimm einfach noch Charcoal mit. Oder nimm einfach das Metal mit und komm, geh damit nochmal zur anderen Forge oder so, I don't know. Ja. Ja, easy, drei Heavies. Ja, Shotguns auch gleich noch, easy. Na, wir können die Shotguns nicht craften, im keinen Poly mehr. Okay. iPhone Base? Maybe Profit? Ich weiß nicht, ob die geradet ist. Wir haben sogar eine Rollrate hier, what the fuck? Wo bist du? Ich gehe hier gerade, wo man oben runter gucken kann. Ach, da bist du, lol. Ich war auf der anderen Seite. Ja, moin hier. Da hinten ist noch eine Mauer gewesen. Ich stand bei der anderen. Ja, warte, ich würde von der anderen Seite sogar rangehen, weil da haben wir dann keine Plans, die einen abfacken. Plans, ja. Ja, dann lass hinten, da können wir. Ja, das ist besser. 3, 2, 1, rein. Was? Ah, das ist eine Large Wall. Ach lul, der 2. Warte mal. Ich hab ne Climbing Pick, ich kann glaube ich auch einfach. Ah, willst du da drüber climben? Das ist schon ekelhaft. Guck ich nicht, mein Flak ist heil. Okay, dann schau. Safe. Ja. I see. Ich hänge an der Mauer und warte. Vielleicht kannst du die Tür so einfach leer machen, fällt mir gerade ein. Oh lol, okay, sind kaputt. Dead. Naja, oh, nee. Eins ist noch heile. Geh mal rein. Hier, so ein Scheiß. Moment, Alter. Ich check mal gerade, ob ich die Sorry. What the fuck, Alter? Was war das denn, Mann? Ich wollte den Typen schlagen, weil er hässlich ist. Ja, oh. Ich kann Muni rausnehmen, passt. Easy. Pass auf, Pflanzen. Shrek 5. Ah ja. Die haben Bieren. Null. Wir müssen was? Da hinten hin. Die haben da Bier gebraut. Oh, nice. Bei den Flans oder was? Ja, ja. Junge, da lag Scheiße im Crop-Plot. Ich helf dir mal. Hab's. Weiter. Das Schild ist kaputt. Oh, ist alles gone? Haben wir alle? Ja, hier ist noch schon. Eine, ist noch hier, aber die ist... Ja, okay, die ist schon dead. Los, Digga. Steht der einfach hängt, oder? Oh, Bier, Junge, geil, da ist noch 5-mal Bier drin. Wie machen wir das jetzt? Das, guck mal, das ist die übelste Honeycomb-Space, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Ich meine, der hat übel Tames so und der hat sogar Bier gemacht. Also der wird Scheiß haben. Komm, ich geh C4 holen. Scheiß drauf. Okay, mach mal so. Ich hab übel Gunpowder. Ich mach mal 5 oder so. Ja, ja. Während ich in der Base stand, um das C4 zu craften, was wir brauchten, um den Raid zu beenden, wurde Neon von einem Spieler auf einem Rocktrack attackt, konnte diesen auch killen, hat es allerdings nicht in Time geschafft, den Rocktrack zu killen, bevor sein Teammate den wegwisseln konnte. Er stuckt noch. Ja, ich bin bei dir. Ja, beiß ihn, der ist fast dead. Er fällt runter. Ich sehe den da hinten fliegen, den anderen. Lass den Rock. Wir können im Wasser nicht fighten, ne? Warte. Ich sehe den Rocktrack. Versuch den Player runter zu bringen. Ja, ich versuch's, der geht gerade runter zum Wasser. Ja, der ist bei mir. Ich hau den weiter, den Rocktrack. Ja, ich versuche an den anderen ranzukommen. Wenn es halt nicht so ruckeln würde, wie scheiße, ne? Ich hab kein Stamina, muss kurz Stamina laden. Hab ihn! Nice, wo? Hinten im Wald hier, ich hab ihn gegrabt. Ich fress ihn auf gerade. Nein, ja. Er ist runter! Wo denn? Da wo die Dingens, wo diese eine Node in der Ecke ist, gegenüber von dem Ausgang von dem Tunnel. Oh, links von dir. Hoch, die Rampe oder was? Ne, hier in den Büschen. Er klettert gerade den Berg da oben hoch. Da, ich seh ihn. Fuck. Er ist gone, oder? Ja. Ich bin an ihm dran. Ich kill den anderen Rocktrack. Bleib dran. Naja, ich bin hinter ihm her. Rocktrack ist gleich dead. Ey, geht komplett runter ins blaue Biom gerade. Ja, dann lass ihn. Okay. Der Rocktrack ist lost, Digga. Gehen wir kurz noch. Bist du immer noch da unten beim... Dead ist dead. Okay. Und? Was er hatte? Oh! Verbesserten Rockdrag-Sattel, ARB. Ja gut, das Leder packe ich ein, das können wir gebrauchen. Ja, ja. Er hatte noch 400 ARB. Geil. Das ganze Gunpowder. Und noch eine neue Kantine auch noch. Den einen Spieler haben wir zwar bekommen und seinen Rockdrag auch, den anderen allerdings nicht. Jetzt fragt ihr euch vielleicht zu Recht, warum ich diese Szene mit ins Video genommen habe.
Naja, eigentlich nur aus einem einzigen Grund. Komm mal mit, lass mal erstmal zur Cliff-Plattform gehen und gucken. Der vorherige Call... Einfach Base? Galt nämlich gar nicht der Base, wo wir uns vorher aufgehalten hatten. Manch einer von euch hat sich vielleicht sowieso schon gefragt, warum wir mit dem Raketenwerfer auf die Mauer geschossen haben. Eigentlich waren wir nämlich nur zu dieser anderen Base unterwegs und haben die zweite auf dem Weg dorthin zufällig gefunden. Und dachten uns, wir machen die kurzerhand auf. Dadurch, dass der Typ aber wie ein Bekloppter gedoublewallt hat, kamen wir da so auf die Schnelle nicht rein und wollten deshalb zu unserem eigentlichen Target, wofür wir auch den Raketenwerfer brauchten. Allerdings fehlte uns jetzt das C4, weswegen ich zurück zur Base gegangen bin, um neues C4 zu holen, während Neon an dem eigentlichen Ziel schon mal angefangen hatte. Jo, ein Turret kaputt, anderer Turret kaputt, easy. Bis dann halt plötzlich die Typen mit den Rockdrakes angeschissen kamen. Okay, die Turrets sind schon weg, ja? Krass. Ja, ich versuch grad. Und ich hab meine kleine Picke noch Lurat, wenn nicht so geil, wenn das nicht. Ich hab noch eine zweite sonst. Also ich hab halt auch noch eine dabei. Oben drauf. Ja, ich seh dich. 200 Bullets in each Turret. Nice. Warte, warte, ich komm runter. Sind alle offline, wenn ich das richtig sehe. Ja. Nice. Oh, nee, ich hab jetzt 4 C4 verbraucht dafür, es war ein bisschen lost, aber egal. Ich hab halt, den ersten habe ich an den Turret rangelegt und ich konnte 3 an die Box ran machen von unten. Ist aber okay, ich bin schon oben auf dem Ding. Box ist komplett kaputt, mal gucken, was die an Bullets haben. Ja, 200 each bei jedem, anscheinend. Ne, das hat nur 100, das hat auch nur 50. Der Bär ist, ach Mann, ich komme hier nicht hoch, Alter, was ist denn das? Ah, das Pin-Code, das war klar, ne? Mhm. Wir können den Bären killen, der ist passiv. Ja, dann. Ich pack aber die Bullets noch schnell rein, warte mal. Mhm. Ja, ich hau schon mal drauf. Jo. Okay, he dead? Nichts. Nichts? Alles im Vault. Okay, wir brauchen noch 14 C4 dafür und für die andere Base noch auf. Lass schnell Crystal holen. Gunpowder haben wir genug, ne? Electronics auch, Zement auch. Ja. Ding jetzt auch höchstens Fiber fehlt halt noch. Und Crystal. Aber Fiber ist ja nicht das Problem. In erster Linie Crystal. Brauchen ja erstmal nicht so viel C4, vielleicht hat er ja auch was. Mhm. Erstmal nur 15 C4 und ich hab eins noch. Ach, schön noch Bullets, ey, um die Turrets mal nachzufüllen, ist geil. Übel Gunpowder. Das auch, ja. So, ich kann schon mal 9 C4 craften. 9? Mhm. Ja, dann reicht's. Ich hab genug für 8. Ich teile mal direkt die Turret-Ammo hier noch. Alter, wir haben bald schon wieder Slot-Capped-Heavies. Na, okay, noch nicht bald, aber... Trotzdem 1000 Schuss each. Ist schon ganz geil. Haben genug. Können hin. Nice. Ich will da hin, Alter. Der Loot-Goblin, Junge. Okay, auf geht's. 15 C4. Scheiß auf die andere Base. Wir machen jetzt erstmal die hier auf. Yes, yes. Jetzt spreng ich. Oh, la, 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 la. Junge, läufst da. Don't mind me. Bär, Rockdrake Eye, ja. 180er Kompompo. 15 Rockets, geil. 15 Rockets ist krass. Das ist Rockdrake Eye, 155 ist das, geil. Mhm, okay. So, wow, Bär okay. Ist 272, by the way. Toll. Noch Metal Structures ein paar, geil. Ja, die, also die allein die Rockets haben das C4 rausgeholt. Easy. Ungefähr, ja. Oh, ganz viel Fiber, Junge, pack alles ein, ey. Piu. Hab eingesteckt. Hier, ich bring den einen Lader. Lol, Hauptsache 100er Megachelon BP, Alter. Ja, hab ich auch gesehen. Schildkröte. Ich muss sagen, ich hab mehr erwartet, aber es ist okay. Ja. Berg ist auch geil, damit können wir Poly farmen, übel. Mhm. So, ist alles drin. Okay, dann lass uns C4 machen gehen. Hat der Crystal? Ja, 12 habe ich schon eingesteckt. Fuck, Digga. Na, lass noch kurz Crystal holen und dann. Kurz vor allem Kekwe und dann die andere Base springen und dann muss ich aber auch weg. Junge, wie viele Kompombos wir haben, ey. Geil, ne? Schmeckt. Weh, der hat einen Vault da oben, Junge. Dann knallt's aber. Zwar nicht, dann klatscht aber und zwar nicht Beifall. Alman Gag, Alter. Ich bin so Alman. Junge, der ist so schlecht und ich verwende ihn irgendwie täglich 3-mal. Oh Gott. Was? Nur noch schlechter ist, klatscht zweimal.
Was ist das? Das kenne ich nicht. Das ist wieder irgendein Scheiß aus dem Westen, Junge. Nee. Ich klatsch dich und du klatsch auf den Boden. Oh nee. Kleber. Ja, mein Wort. Bisschen. Okay, wir haben 12 C4, let's go. Alter. Ich ess mal den Ravenga auf hier. Hier ist nicht auf neutral, ne? Ja, weiß ich nicht. Doch. Doch, ist. Ah, die Turtles nur. Ja, und der Dödi. Okay. Das ist alles dead. Dein Yeet war nicht auf passiv. Hol den mal weg. Oh nee. Drauf. Ah ja, okay. Jump mal eben raus. Willst du mal runterkiten oder was? Ja, jo. Okay, haben sich irgendwie, oder? Nee, die haben noch Bock. Aber Junge, die kommen hier nicht runter, weil das nicht fick genug ist für die Turtles. Beruhigt euch! Die Ratte kommt. Ratte macht jetzt, nee. Eine Turtle hat den Weg gefunden. Doch, doch, doch. Ja, Ratte ist auch weg. Turtles sind auch gone. By the way, offen. Ein Vault liegt hier der Boy. Oh, 4 C4. 4 Bier. Ah, fuck, haben die Gläser vergessen. Also es ist wahrscheinlich eh schon gespawnt, oder? Ja, ne, ne, passt noch da. Ja, dann mach. Oh, der übel Metal. 1000 Metal nochmal hier. Oh, geil. Ja, war Profit tatsächlich, hat sich gelohnt. Du Sausack, ich seh dich. Ich kann ihn nicht hitten, scheiß Forge-Hitbox, Mann. Gasbälle pack ich ein, Grapple. Oh, ein Zipline-Motor, Junge, steck ich auch ein. Bei übel PvE aber gut genommen. Sulfur hatte der hier. Oh, gute Nacht. Bist du da hochgekommen? Climbing Pick. Ein noch, das war dead. Kann ich nicht hitten, das Schwein, Mann. Ja, deswegen habe ich hier die Scheiße hier weggehauen. Mit geholfen. Er ist aggressiv. Holy Schwein. Ey. So. Nee, der Arme. Hat er nichts gehabt? Eingesteckt, Junge. Oh, hier ist auch noch was. Oh, hier ist Öl richtig viel. Das ist geil. Auf App ist Öl eine rare Ressource. Sag, wie es ist. Noch mehr Kleber, halt. Kleber. Leder nehme ich auch alles mit. Joink. Der hat 73 Crystal. Ist auch gut. Er hat noch mehr gehabt. Er hat sogar noch mal 50. Nice. Du hast gerade schon 4 Gläser. Was, Charcoal würde ich eigentlich auch gerne mit. Pack erstmal Metal ein und guck, wie schwer wir sind. Und nimm halt zum Auffüllen noch Metal für die Bloodstalker. F. Boah, scheiß Erdbeben drückt mich von meinem Bloodstalker weg. Kannst laufen mit dem ganzen Metal? Bist du denn für ein Superheld? Meiner ist voll, meiner ist komplett voll. Ja, meiner auch, viel zu voll. Ich muss Charcoal droppen. Was? Richtig pisst. Muss ich wieder rauscutten, Junge. Hast du eigentlich Bock zu cutten? Komplett. Also Bock im Sinne von Cock? Im Sinne von Biom, ja. Ah, ein Mann, der, wie heißt das, der Kultur auch. Ja, also, auch. Weißt du, was ich meine, ne? Aha, Intellent, sie auch. Halt's Maul. Guten Tag. Boah. Soll ich was abnehmen? Ja. Guten Tag. Here I am. Wollen wir noch ein Heavy machen? Stimmt. Kannst du machen. Geil. Sollen wir das eine Heavy zur Crafting Station stellen? Nee, ich mache normal die Crafting Station. Okay. Okay, die haben fast 800 Bullets, Alter. Wie viel sind das jetzt? 4 Heavies, ne? Jo. Geil. Ach, die Pumpguns wollten wir eigentlich noch gemacht haben, ne? Jetzt haben wir ja Metal. Ja, dann lass es kurz noch machen, schnell. Aber wir haben kein Poly. Nee, fuck off. Was ist dran an Poly each? Lass das morgen machen. Boah. Das sagt 300 Poly, ich da, aber wir haben doch Bär. Okay. Da hängt ein Rockdrake an der Wand, ist der wild? Wahrscheinlich. Ich check mal grad. Ja, Level 90 Rockdrake. Jo, ich krieg 112 Poly pro Rechtsklick. Easy. Wie viel hast du? Brauchen 600 mindestens. Viel mehr. Okay, na dann wahrscheinlich let's go. Irgendwas mit 2000 oder so. Okay. Ja, komm einfach ran, mach Take-All und müsstest du eigentlich tragen können.
Tag. Pumpgun schmeckt. Jo, kann man arbeiten. Das war ein erfolgreicher Tag. Okay, ich log mich schon mal aus, ne? Okay. Lasst ein Like da, cooles Video, tschüss. Ah. Okay, jo. Dann bin ich jetzt weg, ne? Jo, tschau. Alles klar, bis irgendwann, tschüss. Bis irgendwann, ja. Hab ein schönes Leben, ne? So, das war's dann auch für den dritten Part der Nomaden Lifestyle 2.0 Reihe. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like auf dem Video da. Und vergesst nicht, mich zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, weil das wichtig ist. Keckweh. Wir sehen uns beim vierten Part. Und wenn ich so durch meine Dateien gucke, wahrscheinlich auch beim fünften und sechsten. Tschüss.